Kita ke Jerman, pemirsa. Tentara Jerman pada Kamis 22 Oktober tiba di Frankfurt untuk membantu upaya mengatasi krisis virus corona. Pengerahan tentara ini dilakukan saat organisasi pegawai negeri lainnya kewalahan dalam menghadapi wabah virus corona. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Annegret Kramp-Karrenbauer mengatakan tentara telah menghubungi ratusan cadangan medis di angkatan bersenjata dan bahwa tentara akan dapat melindungi infrastruktur penting dan mendistribusikan peralatan medis dan obat-obatan jika diperlukan. Wali kota Frankfurt, Peter Feldmann, mengatakan tentara akan membantu melacak kemungkinan infeksi baru untuk mencoba dan menghindari membebani sistem. Es nötig, weil wir kaum nachkommen mit dem Verfolgen des sogenannten Trackings. Jeder von uns weiß, wenn er in ein Café geht, wenn er in eine Kneipe geht, wenn er in ein Restaurant geht, dass er den Namen, die Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse angeben muss. Und dann verschwindet das eben nicht nur irgendwo, sondern es soll nachverfolgt werden. Und dabei können wir auf erfahrene Kräfte der Bundeswehr dank der Unterstützung auch der Bundeswehrführung und der nationalen Ebene zurückgreifen. Und das ist eine Riesenentlastung für unsere Gesundheitsbehörden, damit wir zumindest eine Chance haben zu gucken, wo der Infekt ist, wo er verbleibt und was wir tun können. Di sebuah fasilitas kesehatan di Dortmund, Kopral Tombak Fritzen Kutter mengatakan mereka melihat secara langsung kebutuhan untuk berdiri dan membantu. Ia mengatakan beberapa orang tidak tahu bagaimana harus bersikap saat ini dan mereka benar-benar takut akan nyawa mereka. Da gibt's wirklich, ich sag mal, Familien und auch alleinstehende Personen, die sind verzweifelt. Die wissen nicht, wie verhalte ich mich jetzt richtig oder die haben wirklich auch Angst um ihr Leben. Ich habe auch Menschen dran gehabt, die haben auch sogar schon geweint und andere Freunde sind natürlich auf unsere Anrufe. Man muss halt immer individuell auf die Menschen eingehen, dass wir denen auch wirklich alles sagen können, was sie brauchen. Pemimpin Persatuan Sosial Kristen CSU Bavaria, Markus Söder, pada hari Rabu memperingatkan bahwa virus corona di Jerman berisiko di luar kendali. Der Lockdown ist nicht gewollt, aber er kann die Ultima Ratio sein. Und deswegen sage ich Ihnen eines voraus, besser früher weniger als später mehr und... Sementara tingkat infeksi Jerman lebih rendah daripada di sebagian besar Eropa. Menurut Robert Koch Institute, pada hari Kamis, mereka mencapai 11.287 kasus baru. Dari Jerman, kontributor Nusantara TV melaporkan.